Es ist echt schön zu sehen, dass aus diesem Kanal langsam echt eine kleine, gemütliche Community wird. Dankeschön an jeden lieben Kommentar. Es macht mir mega Spaß, das immer durchzulesen und zu antworten. Vielen Dank für die Motivation. Ihr seid der Grund, dass ich hier momentan Daily Videos pumpe. Eine wichtige Sache möchte ich aber unbedingt noch loswerden, bevor wir in die Reaction reingehen. Es kann immer mal vorkommen, dass ich verschiedene Lines nicht verstehe. Es ist super schwer, das in der Reaction beim ersten Mal direkt alles rauszuhören und darauf vernünftig einzugehen. Sollte ich irgendwas mal nicht richtig verstehen können, dann beantwortet mir das gerne in den Kommentaren und erklärt es mir. Aber bleibt dabei bitte sachlich. Kritik hilft, diesen Kanal hier täglich besser zu machen. Beleidigungen tun es aber eher weniger. Damit würde ich jetzt aber sagen, lang genug geredet, wir gehen jetzt sofort rein. Let's go! Oh. Okay, direkt so ein Boxkling. Ich will gar nicht so direkt pausieren. Ich hasse das, wenn ich so Reactions gucke und direkt wird pausiert. Aber das ist geil. Das wird ein guter Song. Ich wollte Sachen klären mit Halsband wie kalt. Bring mir dein Herrchen, ich pack ihn an sein Hals. Boah. Was willst du klären, Bratan, du weißt? HK und Happy, AK mit Schalli. Du rappst über Maschkat, Schießerei und Papa. Ja, aber kommst zu Deal unterstrich mit deinem Papa. Kein Papa, frag Mama. Oh, ich liebe es, wenn es ein Feature gibt und die machen dann nicht Part, Hook, dann der andere Part und dann wieder Hook, sondern dass sie sich wirklich in den Lines abwechseln. Das finde ich unfassbar stark. Noch geiler fürs Feeling finde ich, wenn die Musiker sich dann wirklich auch zusammensetzen und sich wirklich treffen. Das macht es nochmal viel besser. Da, wo ich herkomme, gab es nicht mal warmes Wasser. Einer dreht, einer legt, einer lebt, einer geht. Einer ist auf falschem Weg und der andere im Gebet. Grüß die Bratan, aufs Knast, meine Drohne fliegt. Mit Kokain und Weed über Moabit. Boah, geil, wie der Kappi so ein bisschen aggressiver zu haben. Ich weiß nicht genau, ob das in das Album passt, was er gerade gedroppt hat, aber ich finde es echt schön, diese aggressive Kappi-Stimme wieder zu hören. Das gibt gute Abwechslung und bringt frischen Wind in das Album. Ob es wirklich im roten Faden mit reinpasst, sei mal dahingestellt. Da im Bau sitzt in SV, seine Kleidung ist blau und die Wände sind grau. Bruder sagt, was er braucht. Er raucht und raucht, seine Kraft ist verbraucht. Er hat sehr viel verkauft. Er sieht das zweistellig aus, sagt der Endro-Verlauf. Alles das sieht, was du verdienst. Ob schlecht oder gut, bleibe ich stabil. Alles das sieht, wenn ich auf dich ziel. Ob ich treffe oder nicht, ist entschieden. Alles das sieht, Probleme viel. Ja, also ich muss sagen, fühle ich bis jetzt tatsächlich eher weniger. Ich finde die Stimme von Kappi ganz cool, aber solche Reime wie Blau auf Grau, also das ist jetzt gerade die Hook, in der wir drin sind, mich holt das nicht ganz ab, muss ich ehrlich zugestehen. Bitte beleidigt mich jetzt nicht deswegen wieder, weil mir ein Song nicht gefällt, aber findet ihr den Song wirklich geil? Würde mich sehr, sehr interessieren. Ihr habt wahrscheinlich schon das Ganze rauf und runter gehört. Wie würdet ihr den platzieren? Es gibt 12 oder 14 Songs. Wie würdet ihr den platzieren? Wohin würdet ihr den Song packen? Aber wir sind jetzt erstmal bei der Hälfte. Diese Welt ist nur Spaß und Spiel. Alles massiv, wie dieses Lied. Egal was du planst, alles steht schon geschrieben. Alles massiv. Du gehst mit deinem Rücken raus, doch du gehst allein schlafen. Ich komm in deinen Leihwagen und ich lass dich bleibaden. Also sag mir brav, wie soll dich der Staat schützen? Vor ukrainischen Scharfschützen, die haben. Boah, Junge, also Kappis Parts sind echt strong. Wirklich. Ich kenne HK nicht. Ich weiß nicht, was er sonst zur Musik macht. Aber ich finde, bis jetzt haut der nicht so ganz auf die Kacke. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist gar nicht böse gemeint. Ich finde, zum Pumpen und so weiter finde ich das richtig cool. Und HK würde ich auf jeden Fall mit massiv in einem Song hören. Aber, boah, weiß ich nicht. Bis jetzt eher... Wenn du kein Salam gibst, du Bluff. Habe Angst vor dem Schöpfer, nicht vor dem Geschöpf. Er lügt, aber schwört. Was sagt er? Sagt der Junkie, wer gestört. Bra, er hatet, aber hört. Dieser richtige Leaser. Ja. Apple Music, Spotify, dieser. Du kennst mich, mein Lieber. Du sagst, wir sind uns ähnlich. Ey, okay, also diese Stelle hat mich sehr an JBG erinnert, als Kollega und Farid Bang sich immer wieder abgewechselt haben und sich dann über andere Leute lustig gemacht haben. Sehr, sehr cool gemacht. Willst mehr, ich will wenig. Für Profit hält zu predig, kommt auf Art, schießt du eh nicht. Heul ich schon in deinem goldenen Käfig, mach Beat aus. Hurensohn-mäßig. Mach Beat an, wer will Krieg haben? Nach dem Krieg mit uns beiden hast du Kriegsschaden. Als ich damals die zwei Türme einstürzen sah, wusste ich, ab jetzt sind wir alle in Gefahr. Alles nach sie. Okay, also dieses Jahr sind 9-11-Lines wohl auch sehr beliebt, ne? Erst bei KIZ, jetzt haben wir es hier auch nochmal. Ja, also den zweiten Part fand ich deutlich stärker. Okay, scheiß drauf, was ich in der Hälfte gesagt habe. Der zweite Part ist auf jeden Fall deutlich stärker, auch von HKs Seite. Den ersten Part fand ich aber ehrlich nicht gut. Den fand ich wirklich nicht stark. Der zweite Part hat aber wirklich rasiert und hatte wirklich diese JBG-Vibes. Fand ich sehr, sehr stark. Wirklich sehr gut gemacht. Was du verdienst, ob schlecht oder gut, bleibe stabil. Alles, was sieht.
Ja, die Hook irgendwie, die ballert nicht richtig. Wisst ihr, wie ich meine? Die kommt so ein bisschen schwach. Ich glaube, das liegt am Beat. Der Beat ist wirklich gut, aber in der Hook hätte man da noch vielleicht ein, zwei Dinge einbauen müssen. Alles massiv! Und irgendwie, der Beat knallt nicht ganz. Die Stimme ist richtig on point, hat HK richtig gut gemacht. Aber der Beat hängt so ein bisschen, der schwächt das irgendwie ab. Ich hoffe, ich zieh. Ob ich treffe oder nicht, ist entschieden. Alles massiv, Probleme viel. Ach, Nassib, ne? Na, Entschuldigung, alles massiv, sage ich. Diese Welt ist nur Spaß und Spiel. Alles massiv, wie dieses Lied. Egal was du planst, alles steht schon geschrieben. Alles massiv. Geil. Geil, geil, geil. Eine Frage hätte ich aber noch. Was bedeutet Nassib? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Wort noch nie gehört in meinem Leben. Ich denke, der Song ist auf jeden Fall ein Grower. Die Hook und der erste Part fand ich ein bisschen schwach, aber auch nur beim ersten Mal hören. Es kann sein, wenn ich den jetzt noch ein, zwei Mal höre, dass es dann auch wirklich ballert. Aber ja, mich hat es bis jetzt nicht so ganz abgeholt. Den zweiten Part fand ich aber richtig stark. Also den fand ich wirklich, wirklich gut. Und ich finde es schade, dass sie das im ersten Part nicht so gut hinbekommen haben, wie eben im zweiten. Ich hoffe, du hast dir die Reaction bis hierhin schon angeguckt und hast mich nicht wegen meiner Meinung in der Hälfte schon irgendwie in den Kommentaren zerfleischt. Aber wie immer würde mich interessieren, was du über den ersten Part gedacht hast und über die Hook. Gerade wenn es mich nicht abgeholt hat, was andere Leute darüber denken. Lass uns gerne in den Kommentaren austauschen. Warum fandest du den ersten Part gut oder die Hook und warum liege ich falsch? Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Alles massiv, was du verdienst. Ob schlecht oder gut, bleib ich stabil.